Immer diese schwierigen Entscheidungen. Oh. Hallöchen und damit herzlich willkommen zu... Moment, ich breche das mal ab, auch wenn ich jetzt, damit die ganzen guten, Gestalter dieses Spieles, abwürge, aber egal. Bei der Lautstärke kann man ja eh nicht zwischenreden. Also, wir spielen Matt TV, beziehungsweise ich spiele Matt TV und, ich möchte es natürlich nicht alleine spielen, sondern mit euch. Das ist mal ein richtig alter Klassiker, und zwar aus dem Jahr 1991 vom deutschen Entwicklerstudio Rainbow Arts, die das, glaube ich, auch gleichzeitig gepublished haben. Ich meine, das wäre, ja, ich glaube, das ist einfach nur von Rainbow Arts, da gibt es keinen anderen Entwickler. Es ist größtenteils von einem Herrn namens Ralf Stock entwickelt worden. Der ist heute bekannt vor allem für die Emergency-Reihe, dessen, ich glaube, fünfter oder deren fünfter Teil, glaube ich, demnächst erscheinen soll. Und ja, er hat damals eben auch schon mit Wirtschaftssimulationen angefangen, nämlich mit Mad TV. Das war sein erstes großes Spiel. Das hat er wohl schon zu Schulzeiten angefangen zu entwickeln. Also er war wirklich noch ganz jung, als das rauskam. Und hat es dann 1991 eben an den Mann gebracht. Also nicht allerdings nicht ganz alleine. Er hat auch für Grafik und Musik und so weiter, waren da noch ein paar andere Leute, die daran mitgearbeitet haben. Aber die Idee und die Grundlagen stammen eben von ihm. Ja, was genau Mad TV ist, ist eigentlich schnell erklärt, denn wie gesagt, Wirtschaftssimulation und der Name ist Programm, man managt ein Fernsehstudio, und zwar ein privates. Im Vorspann eben haben wir einen jungen Mann namens Archie gesehen, den Namen ändern wir jetzt allerdings in Maxi. Und die beiden Konkurrenten nennen wir jetzt einfach mal, die werden übrigens vom Computer gespielt, Gronkh und Sarazza, so. Wir spielen auf normal, ich glaube, das reicht. Ich glaube, weiß gar nicht, ob sich da so viel dran ändert. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass halt eben die Computerspiele ein bisschen besser agieren, wobei die KI ist generell nicht so doll in dem Spiel. Von daher werden sie wahrscheinlich in Schwer einfach ein paar Tage länger überleben. Aber normalerweise schaffen sie es kaum mehr als 2 Wochen durchzuhalten. Naja. So, fangen wir einfach mal an. Wie genau das Spiel funktioniert, werde ich dann einfach mit Learning by Looking, also erklären, während wir uns hier durch die Tage durchwurschteln. Willkommen bei Mad TV. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Aufbau unseres Senders. Worauf warten Sie noch? Morgen wird es Sammy für kulturelles Engagement vergeben. Ich will, dass wir ihn holen. Sammy ist so eine Art Fernsehpreis, möchte man sagen. So, unsere allererste Aktion ist, wir gehen mal in mein Büro. Und werden... Moment, wie war das denn nochmal? Hier glaube ich, ne? Genau, die Spielgeschwindigkeit auf langsam stellen. Das ist ganz wichtig, weil das Spiel läuft in Echtzeit ab. Ab 18 Uhr fängt das Programm an zu senden. Geht dann bis 1 Uhr nachts. Wir sehen es ja hier. 7 Programmslots. Ich glaube, ich muss die Mausgeschwindigkeit noch ein bisschen ändern. Egal, mache ich bei der nächsten Folge. Wie gesagt, 7 Programmslots gibt es jeden Tag zu füllen von 18 Uhr bis 1 Uhr. Und wir können es eben mit verschiedenen Programmen füllen. Es ist relativ einfach gestaltet. Also jede Sendung geht immer 1, 2 bis, glaube ich, maximal 4 Blocks. Und ein Block ist halt eben, wie gesagt, immer eine Stunde. Wobei von dieser 1 Stunde sind immer 5 Minuten Werbung und 5 Minuten Nachrichten. Die Nachrichten helfen uns, die können wir hier im Nachrichtenstudio produzieren. Machen wir gleich mal. Hier ist der nette Radiomoderator. Nachrichtenmoderator. Hier kann man verschiedene Nachrichtenticker aktivieren. Ich glaube, ich nehme gleich mal Showbusiness dazu. Weil dann hat man schon mal ein bisschen mehr Auswahl als nur die Politiknachrichten. Finanzminister will Besitz von Rainbow Arts Spiel zur Pflicht machen. Ja, verstehe ich. Unruhe in Estland, Sowjetarmee besetzt Parlament. Das ist 1991. Und Irak erhebt Besitzansprüche auf Kuwait. Das ist ja auch sehr aktuell für damals. So, jetzt labert er sich hier einen ab. Die Nachrichten werden produziert. Und die sorgen nämlich dafür, dass dann die nachfolgende Sendung ein bisschen mehr Zuschauer hat. Weil ist ja klar, wer sich die Nachrichten anguckt, wird sich natürlich auch noch die Show danach angucken. Oder die Sendung, Serie, was auch immer läuft. So, ganz wichtig ist auch, wir haben bisher nur eine Sendestation. Nämlich hier oben im
mittleren Norden der USA, bei den großen Seen irgendwo. Und wir brauchen aber ganz dringend noch einen zweiten Sender für den Anfang. Das ist mal ein bisschen fummelig, weil wir jetzt hier auf der Karte ein bisschen rumsuchen müssen, wo am günstigsten Sender platziert werden können. Weil ich glaube, für $100.000 kriegt man maximal 4 Millionen Zuschauer. Und alles, was über 4 Millionen ist, kostet dann 250.000 oder 500.000. Das heißt, wir müssen jetzt hier pixelgenau lang manövrieren, dass wir genau 4 Millionen haben. Genau, perfekt. So. Denn wir müssen, um zu gewinnen, wir haben noch gar keinen Werbespots, aber jetzt erstmal zeigen wir, oh, Kultur. Kultur heute ist furchtbar, das ist nämlich die Sendung von Betty, nämlich der Dame, die wir am Anfang gesehen haben im Vorspann. Hatte ich das überhaupt schon erklärt? Ich glaube noch gar nicht so richtig. Ich hatte nur kurz was vom Vorspann erwähnt und dann war ich auf Stock gekommen. Also die Dame am Anfang heißt eben Betty Butterbloom und diese Dame möchten wir eben, oder deren Herz möchten wir erobern. Naja, und wir haben ja gesehen, wir sind dann in den Sender gefahren, wurden dann von unserem Chef engagiert, weil er eben zufällig gerade einen neuen Programmchef brauchte, der eben das Programm gestaltet. Und naja, jetzt sind wir eben da und natürlich direkt an der Quelle, weil Betty wohnt natürlich auch hier oben. Oder was ist wohnt? Die residiert ja eben. Die hat ihre tolle Sendung Kultur heute, die sich keine Sau anguckt. Also die hat immer null Zuschauer, egal was man macht. Im Gegensatz zu den Nachrichten, die haben jetzt schon 2,3 Zuschauer. Maximal 9 Millionen übrigens, nicht schlecht. Die Kollegen haben 0%, 0%, die zeigen irgendwie am Anfang noch gar keine Nachrichten. Gut. Im Reich der wilden Tiere ist natürlich jetzt erstmal so eine relativ billige Serie, die wir vom Anfang an haben, aber immerhin 0,9 Millionen Zuschauer. Ist mehr als bei der Konkurrenz. Wir haben 10% Quoten, die haben 7% und die haben 5% die anderen. Sun TV. Das ist auch ganz wichtig, denn wir müssen immer auf unser Image achten. Das heißt, unser Image sehen wir hier. Wir sind rot, Matt TV 35%, Fun TV 33%. FunTV das Grüne, genau, und SunTV 32. Ziel ist es, unser Image auf 100% zu kriegen, denn nur dann können wir nämlich dieses Liebesbarometer von Betty komplett füllen. Das können wir füllen, indem wir ihr Geschenk kaufen, aber es geht eben immer nur bis zu maximal dem Wert, den unser Sender-Image hat. Das heißt, erst wenn wir die beiden Konkurrenten ausgeschaltet haben, können wir auch Bettys Herz erobern und damit das Spiel gewinnen. Das heißt also, es ist nicht einfach nur das Ziel, die Konkurrenten zu erledigen, sondern immer noch Betty zu bekommen. Ja, und unser Image steigt eben dadurch, dass wir immer die meisten Einschaltquoten haben in einem Sendeblock. Aktuell haben wir das, weil wir ja, wie gesagt, 10% Zuschauer haben und die Kollegen nur 7 und 5. Der Kollege mit 5% verliert einen Imagepunkt, der mit 7% bleibt und wir steigen halt. So, jetzt mal genug gelabert. Wir müssen einen Werbespot finden, denn das ist die einzige Möglichkeit, abgesehen davon, wenn wir unsere Sendung verkaufen, aber das ist ja im Endeffekt immer ein Verlustgeschäft, weil wir die mal billiger verkaufen, als die zukaufen, die Senderechte. Das heißt, wir brauchen Werbespots. Die haben bestimmte Auflagen. Hier zum Beispiel gibt es 150.000 Prämie, 75.000 Strafe. Wir brauchen aber 2,5 Millionen Zuschauer, die haben wir natürlich noch nicht. Und wir müssen den Spot dreimal zeigen, das heißt, wenn wir den innerhalb von 2 Tagen dreimal gezeigt haben, was immer ein bisschen irritierend ist. Also 2 Tage heißt jetzt nicht 48 Stunden, sondern der heutige Tag, der morgige und der übermorgige. Also im Endeffekt sind es eigentlich 3 Tage. Das ist ein bisschen irritierend. Aber das können wir uns ja noch nicht leisten hier. Das ist auch noch nicht 1 Million, das ist ein bisschen viel. Hier haben wir was, 0,5. Nehmen wir das mal. Haben wir noch was mit 0,5? Bikeshot ist immer super, da brauchen wir gar keine Zuschauer für. Kriegen $5.000 Prämie, aber keine Strafe. Hier gibt es manchmal auch noch Auflagen, zum Beispiel, dass der Spot nicht in Live-Übertragung, Shows oder Love-Stories ausgestrahlt werden darf und so weiter. Oder das hier unter Sonstiges. Nehmen wir das auch mal mit. Weil das, glaube ich, ein bisschen riskant ist, wenn da so strenge Einschränkungen sind, dass man eben das in einem Actionfilm in Sonstiges oder Krimi zeigen muss und in nichts anderem darf. Aber egal. Da oben sind übrigens das Büro von FunTV und dann noch drüber das von SunTV. Eigentlich nimmt man deswegen auch immer FunTV, weil die halt im mittleren Bereich von diesem Büroturm sind und man von da aus eigentlich am ersten dann die ganzen Sachen erreichen kann, aber gut. Ethik im Wandel nehmen wir mal raus. Wohnen im Atomkraftwerk, das, ja, könnte vielleicht. Was? Achso, FunTV. Ich dachte schon. Schalten wir wieder um auf MadTV hier. Da kommt gerade Zap! Werbung. So, wir haben diesen Spot Eskal, haben wir geschafft, einen von zwei. Das heißt, wenn wir den zweiten haben, dann kriegen wir auch das Geld ausgezahlt. Sehr schön. Gucken wir weiter bei den Nachrichten. Nichts Neues. Dann in die Filmagentur, würde ich sagen. Dass wir auch mal ordentliche Filme zeigen und nicht nur diesen ganzen Kulturkrempel, den guckt nämlich kaum einer an. Von daher haben wir nicht eben bei unserer komischen Serie Maler unserer Zeit oder was, das war schon Glück gehabt, dass wir relativ viele Zuschauer hatten. Aber ich schätze mal, oh doch, 1 Million, nicht schlecht. Wohnen im Atomkraftwerk. Und wir haben wieder, sieht man hier an einem roten Pfeil, kann ich jetzt mit der Maus nicht drüber gehen, sonst verschwindet es. An einem roten Pfeil dann neben unserem Namen sehen wir haben die besten Quoten diese Stunde. Und SunTV wieder. Die schlechtesten? Ist ja komisch. Haben die mit 14% die schlechtesten? Oder hat er einen Sender verkauft? Das kann natürlich auch sein.
keine Ahnung. Huch. Ah, jetzt ist natürlich ein großes Problem, weil der Herr Sun TV hat nämlich eine Sendung ab 18 gezeigt und das darf man erst ab, glaube ich, 21 Uhr. Sonst wird sie beschlagnahmt und, naja, jetzt ist Senderausfall. Dumm gelaufen. Deswegen stand da wahrscheinlich auch eben der Pfeil nach unten, weil das schon mit einberechnet wurde, dass die Sendung gleich draußen ist und dann keiner mehr guckt. Ich hab mich schon gewundert, sonst hätte er nämlich die meisten Quoten gehabt. Bla, wieder Kultur, Film. Also wir haben jede Menge Filme im Angebot, Star Wars zum Beispiel, Frühstück bei Tiffany, das sind alles relativ aktuelle Filme damals aus den 80ern oder frühen 90ern, La Strada, Love Story, 18.000. Aber die können wir uns auch noch nicht leisten hier. Prince Sign of Times, Konzertmitschnitt von Prince, mein wunderbarer Waschsalon, ich glaube, der kommt auch immer relativ gut an. Ein Colt für alle Fälle ist natürlich auch immer schön, 5 Folgen, mit Coltbusen und Cousin. Ja. Citizen Kane, das ist ein uralt Schinken. Wargames, Teenager David hält mit seinem C64 das Pentagon in Atem. Blue Velvet, der ist ab 18, den darf man also erst ab 21 Uhr zeigen. Von David Lynch, ne. David Lynch ist scheiße. Will ich nicht gucken. Nicht zeigen. Ich brauche ja nicht mal gucken. So. Ich glaube, dann kann ich gleich, wenn ich dann die Sendung verteilt habe, auch mal die Zeit etwas beschleunigen. Habe ich jetzt 1 Million Spots eine hier mit der Actionfilmkrimi oder sonstiges? Ach, dann zeigen wir den hier nochmal. Ist das sonstiges? Ne, es ist Kultur. Jetzt haben wir natürlich hier weder Actionfilme noch Krimis. Sondern nur Komödie. Ich glaube, die zeige ich mal zur Primetime eher und die Love Story dann später. So. Dann habe ich die Zeit mal beschleunigt und dann gucken wir nach oben, ob wir denn auch mal Werbespots haben, vor die man 1 Million Zuschauer braucht, weil das würde uns ja gerade gut in Kram passen. So. So. 1 Million. Ein Spot in 2 Tagen. Auch nicht schlecht. La Baguette. Nochmal was mit 1 Million. 6 Spots in 3 Tagen. Das ist natürlich ein bisschen riskant, aber... Ach, das schaffen wir. So, ich glaube, das reicht dann auch erstmal, weil wenn man zu viele Werbespots dann drin hat, dann... also nicht im Programm hat, sondern zu viele Werbespots sich zulegt, dann hat man manchmal das Problem, dass man die gar nicht alle rechtzeitig versenden kann. Und wie gesagt, wenn man das nicht in den geforderten Tagen schafft, dann muss man halt die Strafe zahlen und die kann manchmal doch sehr empfindlich sein und... einen durchaus auch mal ruinieren, wenn man Pech hat. So, 1 Million, Aeroswift, so. Dann nehmen wir Baguette nehmen wir jetzt mal, so. Und dann hoffen wir mal... Gut, Adventure können wir eh nicht zeigen. Bike Shop ist was für ein Notfall, weil dann brauchen wir ja keine Zuschauer. Zeigen wir noch ein paar Mal Aeroswift. Hoffen wir mal, dass wir genug Zuschauer haben. Ich könnte mir vielleicht gleich noch einen dritten Sender kaufen, aber ich glaube... Da reicht das Geld nicht für aus, oder? Außerdem kosten ja jeden Tag Gebühren. Das heißt, ich sollte vielleicht doch erstmal das Geld investieren in Filme. Ja, machen wir das so. Neue Nachrichten, ist auch mal gut. Berichte über A Fairy zwischen Barbara Streisand und Mickey Rourke. Barbara Streisand. Soll ich das auch gleich kaufen? Ach, die 10.000 am Tag kann man sich ja eh noch leisten. Das nehmen wir aber raus. So. So. Was wollen die mal unten? Keine Ahnung, was die unten wollen, aber kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da heute schon was passiert am ersten Tag. Nö. Das erkläre ich dann später noch, wenn es soweit ist, was ich damit meine. Was da unten passieren könnte in der Lobby. So, 57.000. Kultur, Kacke. Chronik eines angekündigten Todes. Noch ein Love Story. Prinz, Krimi. 46.000. Nehmen wir den mal. Außen braucht ja, glaube ich, der eine Werbespot Krimi. Und dann nehmen wir noch hier. Citizen Kane. 3 Blöcke. Kann man wenigstens gut Programm mitfüllen. So. Das Problem ist, dass man am nächsten Tag gerne mal, wenn man gerade nicht mehr so viel Bares hat, dann auch mit Minusbeträgen startet. Oh, perfekt. Nächster Werbespot klappt auch. Und wir sind wieder ganz oben. 24% Quoten. Das ist natürlich nicht schlecht. Die Leute gucken auch gerne. Also man sieht ja hier bei dieser Fernsehfamilie, da können wir ja den Leuten ins Wohnzimmer gucken quasi. Das Mädel hier freut sich, die klatscht die ganze Zeit. Opa guckt zumindest ganz okay. Mutti ist, naja, nicht ganz so begeistert. Wenn sie begeistert, also je begeisterter Mutti ist, desto länger wird ihr Schal, weil sie dann halt immer aktiver wird beim Stricken. Also scheint ganz gut anzukommen, aber sonst hätten wir auch nicht 24% Quoten. So, dann können wir schon mal anfangen, das Programm für morgen zu füllen. Was haben wir denn da? Das Blöde sind immer die beiden Stunden, so bis zur Primetime, also ab 20 Uhr kann man problemlos Filme zeigen und so, das ist kein Drama. Aber bis dahin, zeigen wir mal die Vögel. 20 Uhr
Und was hatten wir hier noch? Citizen Kane um 22 Uhr. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute gucken. Dann ist jetzt die Frage, ob wir dann gleich zwei Folgen versenden vom Reich der wilden Tiere. Oder wir zeigen den blödsinnigen. Oder ich zeige Kultur heute. Das gefällt Betty zumindest ein bisschen. Ich dann zwar keine angucken, aber egal. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht genug Zuschauer haben für Aeroswift. Das heißt, wir müssen. Advent Travel. Ach, da wollen sie Actionfilm, Krimi oder sonstiges. Das ist blöd. Ich hätte nicht nehmen sollen. Das ist irgendwie blöd mit diesen Einschränkungen. Was haben wir? Bike Shop. Aber werde ich wahrscheinlich in der nächsten Stunde auch nicht mehr Zuschauer haben. Dann brauche ich noch irgendwas mit 0,5. Das holen wir uns mal noch schnell hier. So, einmal nach oben fahren. So, 0,5. Das ist doch perfekt. Zwei Spots. Die kriegen wir noch durch heute. So, das ist kein Aufzug klaut. Manchmal kann das echt knapp sein. Wenn jetzt der Aufzug gerade irgendwo von den Kollegen in Anspruch genommen wird, dann kann es manchmal etwas knapp sein. Aber wenn man die Geschwindigkeit auf ganz langsam gestellt hat, sollte eigentlich so viel passieren. Ach, das ist ja nochmal derselbe, den ich vorhin schon hatte. Okay. So, dann können wir den gleich nochmal zeigen. Dann haben wir schon mal 60.000, mit Baguette sogar 100.000 Werbeeinnahmen für heute. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir die Kosten für den ersten Sender wieder drin. Das läuft ja gut für den Anfang. Jetzt haben wir zwar keinen Imagegewinn, weil wir nur 10% Quoten haben. Der Kollege hat 8. Und der auch 10. Ach, das ist auch blöd. Nämlich, wenn zwei die gleichen Quoten haben, dann ändert sich das Image nicht, weil es kann ja nicht sein, dass bei zwei das Image ansteigt und bei einem dann um 2 Punkte sinkt. Das wäre ein bisschen fies. Und darum. Obwohl, eigentlich wäre es nicht fies, aber. Naja. Jedenfalls ist das halt so in der Logik des Spiels. So, 12%, 13%. Ah, Fun TV zeigt jetzt auch schon mal ordentliche Nachrichten. Und wir haben die besten Quoten mit 0,72, 8%. Der hat 4% und der 7%. Naja, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Warum nicht? Dann müsste eben unser Image aber schon gut gestiegen sein. Wir haben immer 6-mal die besten Quoten gehabt heute. Das heißt, unser Image ist bei 40% und meinen Kollegen 32 und 28 schon mal sehr gut. Also da haben wir auch ein bisschen Puffer, falls doch mal irgendwas schlechter läuft oder so. Aber der erste Tag ist, glaube ich, jetzt perfekt gelaufen, musste man fast sagen. Denn ich glaube, sobald man unter 10% sinkt, wird man gefeuert und dann hat man das Spiel verloren. Oder man hat halt das Problem, dass man total überschuldet ist. Ich glaube, dann schmeißt einen der Chef auch raus. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir werden es schaffen und das Spiel innerhalb, ja, ich glaube nicht innerhalb von 10 Tagen, aber innerhalb von einigen Tagen gewinnen. Und ich habe mir vorgenommen, ich weiß nicht, jeden Tag eine Folge oder also jeden Spieltag eine Folge zu machen. Keine Ahnung. Oder alle zwei. Mal schauen. Auf jeden Fall ist dieser Tag vorbei. Darum würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.